Ja, ich bin der Frank. Ihr seid auf dem Pondware-Kanal. Heute geht es um das Pondware Pure. Das neue Käufer ist eingetroffen. Es sind Produktinformationen. Wen es gar nicht interessiert, schaltet am besten gleich ab. Ansonsten kommen heiße Facts über dieses Futter. Was es so toll macht, was drin ist, wieso es für euch interessant sein könnte. Es ist ab sofort lieferbar. Ich habe euch heute hier mal eine Schale rausgeholt. Es ist ein relativ helles Pellet, so orange-braun würde ich es nennen. Es riecht leicht fischig, sehr angenehm. Und die Fische gehen auch richtig drauf. Wieso? Es sind absolut keine Aromastoffe drin, nur die reinen Inhaltsstoffe, insbesondere das hochwertige Fischmehl, sorgt dafür, dass die Fische darauf anspringen. So, ich möchte euch ein paar Facts über dieses Futter kurz darlegen, damit ihr es einsortieren könnt, was die Philosophie des Futters ist, was dahinter steckt, ob es für euch in Frage kommt oder nicht. Hauptaugenmerk war, ein Futter zu kreieren mit wenig Inhaltsstoffe, nur sehr gute Inhaltsstoffe, nur das rein zu tun, was der Käufer wirklich braucht, alles andere wegzulassen. Ohne Tricks, ohne doppelten Boden, wirklich nur Leistung pur. Deshalb haben wir als Hauptbestandteil ein LT-Fischmehl drin, Low Temperature. Das ist ein besonders hochwertiges Fischmehl, bei niedrigen Temperaturen verarbeitet, mit über 70% Protein. Daran könnt ihr sehen, dass eben nicht Reststücke und viele Gräten da drin sind, sondern besonders hochwertiger Fisch. Bei niedrigen Proteinzahlen, so um die 60, habt ihr eben viel Gräten und bei 70 und mehr habt ihr ein Fischmehl mit sehr viel Fisch und ohne ja, Zeug drumherum, das da nicht verwertbar ist. Das ist der Hauptbestandteil. Leider geht es nicht nur mit Fischmehl. Wieso, sage ich euch gleich. Dann kommt noch Getreide, Lachsöl, Weizenkeime, Vitaminzusätze und hier erforderlichen Aminosäuren. Das ist natürlich alles vom Wissenschaftler aus Baldover, dass das im gesunden Verhältnis steht und den täglichen Bedarf des Koi abdeckt. Und rausgekommen ist ein Top-Pellet, schön rund. Schöne Farbe, schön aromatisch und die Koi gehen auch richtig gut drauf. Brauchst wirklich dieses Futter? Die Frage stellt sich natürlich. Ich bin der Meinung, definitiv ja. Ich habe nämlich keins gefunden am Markt, das so eine Zusammensetzung hat und zu so einem Preis angeboten wird. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe mich da eingearbeitet in das Thema, habe mich natürlich aber zusammengetan mit dem Wissenschaftler, der die Hauptarbeit gemacht hat und ich habe sozusagen für mich die Anforderungen gestellt. Ihr könnt euch das so vorstellen, beim Hausbau sagt ihr als Bauherr, ich möchte ein Haus, das soll so und so werden und der Architekt macht euch dann einen Plan. Dann schaut ihr das an, sagt, ganz gut, aber hier und da möchte ich noch eine Änderung. Architekt macht einen neuen Plan. Und es geht zwei, drei, vier Mal und am Ende habt ihr dann euren Plan und er sagt, jawohl, so bauen wir das Haus. Ja, und so ähnlich ist es auch beim Koi-Futter. Das wird nach meinem Gusto kreiert, aber die Hauptarbeit macht natürlich an der Stelle der Wissenschaftler und da ist auch dann sichergestellt, dass es eben am Ende ein Top-Futter ist, das den Anforderungen eines Kois wissenschaftlich gesehen komplett entspricht. So. Wieso lässt sich das dann zu so einem günstigen Preis anbieten? Ganz einfach, es gibt keinen Zwischenhandel. Wir müssen da nicht noch zig Prozente drauf machen. Es sind keine Werbekampagnen geplant, die kostspielig sind. Und das soll einfach ein Futter sein, das bezahlbar ist, aber top, high grade und eigentlich das Doppelte oder mehr kosten müsste, wenn man jetzt den klassischen Vertriebsweg gehen würde. Aber weil wir hier abkürzen und direkt an euch liefern, können wir diesen Top-Preis machen. Nur dann. Und deshalb gibt es auch nur eine Packungsgröße und eine Pelletgröße und eine Art, also schwimmend, nicht sinkend, weil eben ansonsten der Preis nicht haltbar ist.
So, wieso machen wir nicht noch mehr tolles, hochwertiges Fischmehl rein? Das wäre ja dann die logische Konsequenz. Könnte man theoretisch machen. Wir kommen dann aber an die Grenze. Zum einen, ohne Getreide geht es nicht. Wir müssen das Pellet ja auch binden. Das muss zusammenkleben. Und das macht halt unter anderem der Weizen. Und ihr könnt euch leicht vorstellen, hätten wir nur 70%, hätten wir nur ein hochwertiges Fischmehl mit 70% Protein drin, dann hätte am Ende das Futter auch 70% Protein, was viel zu viel wäre. Also geht nicht. Das ist zwar ein schönes Gedankenexperiment, aber leider unsinnig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass so bei 40, 45% manche Fische anfangen zu scheuern, weil die Kiemen etwas gereizt werden durch das Protein. Und deshalb sind wir da zurückgegangen. Nicht nur deshalb, aber ist einer der Gründe auf 34% und 7% Fett. Das ist ein sehr gutes Verhältnis und sorgt dafür, dass es ausgewogen ist und auch die Verwertung, die Futterverwertbarkeit oder Futterquotient entsprechend hoch sind. Wir haben auch einen Wasserglastest natürlich gemacht. Da tut man Pellets in ein Wasserglas, lässt mal 24 Stunden stehen. Habe ich euch hier auch parat. Ich weiß nicht, wie gut es die Kamera auflöst und zeigt, aber wenn man richtig dran guckt, real sieht man, das Wasser hat ziemlich genau noch die Farbe, die Trübung wie aus der Leitung. Vielleicht minimal mehr, aber das ist ein Top-Resultat. Ich habe diese Versuche mit vielen Futter schon gemacht und meistens gab es eine Trübung, bisher starke Trübung oder Einfärbung und dieses hier ist quasi nicht wahrnehmbar. Also damit ist sichergestellt, dass euer Teich auch nicht eintrübt. Ihr könnt den Test gerne auch machen mit eurem aktuellen Futter, wenn ihr da mal einen Überblick haben wollt, wenn ihr das Futter im Verdacht habt, zu trüben, zu färben. Ich habe jetzt hier 6 Pellets genommen auf ein Glas Wasser, falls ihr den Test nachvollziehen wollt. So. Futterverwertung ist sehr hoch, dadurch braucht er wenig Futter und entsprechend ist das Futter dann letzten Endes noch preiswerter, wenn ihr es richtig anschaut. Wachstum wird entsprechend hoch sein und es ist im Prinzip alles gegeben. Auch die Ausscheidungen werden relativ gering sein. Wenn ihr in eure Bürsten guckt oder Trommelfilter, Endlosbandfilter, was auch immer, werdet ihr relativ wenig Ausscheidungen finden durch die hohe Verwertbarkeit. Also wir haben alles berücksichtigt, was Sinn macht, was wir brauchen als Koi-Halter, insbesondere was der Koi braucht. So, ich kann euch natürlich hier lang und breit viel erzählen. Das möchte ich gar nicht, denn selber testen ist immer noch das Allerbeste. Ja? Also schaut euch das mal an im Shop bei pundwer.de, lasst euch einen Sack kommen, macht mal einen Fütterversuch, guckt euch das Wasser an, guckt euch die Fische an und dann wird ihr selber sehen, wie es performt. Ihr werdet positiv überrascht sein. Mehr möchte ich jetzt nicht versprechen, weil der eigene Versuch ist immer noch das Allerbeste. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, wenn die Informationen wertvoll waren, lasst gerne einen Daumen hoch da, macht ein Abo, testet mal das Futter, lasst mich dann die Erkenntnisse gerne wissen. Das war's für heute. Tschüss.